Hare Krishna, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir eine besondere Situation. Ich habe heute einen Gesprächspartner, einen Interviewpartner, seine Heiligkeit Bhakti Gauravani Goswami. Und wir sind sehr froh, dass er heute ein paar Fragen beantwortet. Zum Krishna-Zeichen. Hare Krishna. Krishna Maharaj. So, vielleicht würden unsere Zuseher gern wissen, mal, du bist ja gerade Sannyasi geworden, ist ja nicht lange her. Nicht so lange, drei Jahre. Drei Jahre schon, ja. Und vielleicht gibt es da, das ist ja auch eine interessante Situation, dass jemand, der im Krishna-Bewusstsein lange im Familienleben gelebt hat, dann auf einmal diesen doch drastischen Schritt geht, ein Sannyasi zu werden. Kannst du da vielleicht ein paar Erfahrungen teilen? Ja, zum Glück war es nicht auf einmal, sondern nach 32 Jahren Familienleben. Und das ist eigentlich nach der vedischen Kultur das Normale. Das wird erwartet, dass man nicht bis zum letzten Atemzug im Kreise der Familie bleibt und praktisch komfortables Leben führt und nicht viel an Krishna denkt. Was nicht bedeutet, dass man nicht im Familienleben auch an Krishna denken kann. Aber normalerweise ist auch den Umständen entsprechend natürlich, dass wenn die Kinder erwachsen sind und man älter wird, dass vor allem mit einem spirituellen Fokus, dass man dann seine ganze Zeit der spirituellen Praktik widmen will. Und da sieht die vedische Kultur halt vor, dass der letzte Lebensabschnitt dafür bestimmt ist. Also wann? Das ist eine natürliche Entwicklung. Ne? Spirituell was eine Vor. Ja, normalerweise, wenn man sagt, der Mensch lebt 100 Jahre, 25 Jahre studiert man, 25 Jahre in der Familie, die Kinder werden großgezogen, dann 25 Jahre, dass man sich langsam davon Abstand nimmt. Und die letzten 25 Jahre dann ganz völlig nur spirituelles Leben. Das ist relativ flexibel. Mhm. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe 32 Jahre oder sagen wir ja 25 Jahre damit verbracht, die Kinder großzuziehen. Dann 7 Jahre Vanaprastha, was ist die Vorstufe vor der Stufe der Entsagung, Sannyas, wo man immer noch mit der Ehefrau zusammen ist. Aber eben auch da schon sich mehr und mehr auf nur spirituelle Praktik konzentriert. Und die Familie wird, oder was das vorherige Familienleben war, wird immer weniger. Ne? Also du sagst, es ist eine natürliche Entwicklung. Es ist eine natürliche Entwicklung. Da stellt sich mir dann die Frage, wir haben so viele Grihasthas, aber nur so wenige Sannyasis. Warum ist das dann so? Weil die alle noch relativ jung sind. Ne? Mhm. Also was nicht so gut ist, was wir auch gesehen haben, was manchmal gemacht wurde, zumindest in der Vergangenheit, dass jemand, wie sagt man, frühreif oder vor der Zeit in diese Stufe oder in diesen Lebensstand eintritt, wenn sogar die Kinder noch eventuell klein sind ne, und man eigentlich nicht reif genug ist. Mhm. Und dann kann es passieren, dass man, okay, man hat das eine Familienleben aufgegeben, ist dann eine Zeit lang Sannyasi und dann denkt man doch drüber nach, es war doch nicht so schlecht. Und dann wird man eventuell ein zweites Familienleben anfangen. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Ne? Solange man nicht, also 50 Jahre ist so die Grenze, die Zeit oder die, wie sagt man, das Alter, wo man drüber anfängt nachzudenken. Mhm. So, dann ist so, dass der Höhepunkt ist so ein bisschen vorbei, ne, Midlife. So, aber abgesehen von der Zeit, was würdest du sagen, ist die notwendige Erkenntnis, die es braucht, um Sannyasi zu werden, muss doch eine gewisse, oder ein gewisser Fortschritt im Krishna-Bewusstsein, gewisse Realisierungen, Erkenntnisse, oder schult einen das dann der Ashram selbst? Beides, denke ich. Aber solange man es nicht selber lebt, weiß man auch nicht genau, wie es ist, ne? Man kann zwar andere sehen, aber dafür Prabhupads Bücher sind einfach der Schlüssel. Alles ist da beschrieben.
Und für mich ist es einfach eine, wie gesagt, eine natürliche Entwicklung, hat auch seine Logik. Wenn man versteht, wenn man die Notwendigkeit des spirituellen Lebens begreift und dass man eigentlich, wenn man könnte oder wenn man kann, praktisch von Anfang an sich hundertprozentig dem Krishna-Bewusstsein widmen sollte, dann denke ich, da ist nicht viel, an Erkenntnis ist da nicht viel drüber nachzudenken. Man weiß es, ich denke auch, diejenigen, die jetzt noch im Familienleben sind, sagen wir mal, voll drin sind oder gerade anfangen, sie sollten zumindest theoretisch wissen, das ist nicht für, wie gesagt, bis zum letzten Atemzug, ne? Sondern es ist eine Phase in meinem Leben, aber eigentlich, wenn ich könnte, das Beste wäre, wenn ich mich hundertprozentig dem spirituellen Leben widmen könnte. Weil das ist einfach, das ist das für das menschliche Leben das Wichtigste. Ne? Aber wie bekommt ein Grihastha das dann hin, mit so einem offensichtlichen Widerspruch im Haushalterleben zu leben, könnte man ja sagen, wenn er eigentlich immer wissen sollte, das ist ja nicht die eigentliche Sache und dennoch muss er es tun. Ja, das ist schwierig. Es ist nicht so einfach, ne? Aber ist auch nicht unmöglich. Man muss einfach mit der Realität leben, wenn man den Wunsch hat, ich möchte eine Familie haben, ich möchte Kinder haben, ich möchte mit einer Frau zusammenleben, ich möchte jemanden an meiner Seite haben. Aus verschiedenen Gründen. Manche wollen einfach nicht alleine sein. Ich möchte jemanden haben, mit dem ich mich unterhalten kann, wann immer es nötig ist. Ne? Mhm. Trotzdem, gleichzeitig ist wie ein Doppelleben, kann man sagen. Mhm. Gleichzeitig sollte man doch wissen, das ist nicht für ewig. Also diese Idee, dass man einfach zusammen glücklich wird für ewig, wie diese manchen Filmen vielleicht oder Romanen davon gesprochen oder manchen Liedern. Jetzt haben wir uns gefunden, jetzt werden wir einfach für alle, das Liebe für alle Ewigkeit. Wir wissen, dass es, selbst wenn es das ganze Leben dauert, irgendwann ist es vorbei. So, wir leben ganz gleich in welchem Ashram man lebt mit dieser doppelten, sagen wir mal, Sicht des Lebens, dass, okay, ich muss jetzt, vielleicht habe ich einen Job oder ich muss irgendeinen Beruf, dem ich mich auch widme, obwohl ich weiß, es ist nicht für immer. Nichts ist für immer. Wir haben den Körper, ja, der wird alt, das weißt du noch nicht, aber es wird kommen. Und wenn es dann kommt, dann wird es auch schwierig. Trotzdem, manche bringen sich um. Normalerweise, natürlicherweise, keiner möchte sterben. Ja. So, aber gleichzeitig wissen wir doch, es wird irgendwann passieren. So, deshalb manche Philosophen, wie zum Beispiel Sartre oder diese Existenzialisten, die kapieren das, die haben das begriffen und für die ist das wirklich ein großes Problem, dass man, alles, was ich im Grunde mache, ist umsonst, macht keinen Sinn. Das Leben macht keinen Sinn. Trotzdem bin ich jetzt hier und ich esse und ich habe eine Familie und ich habe einen Beruf, ich mache so viele Sachen. Wofür? Mhm. Das hat doch alles gar keinen Sinn. Und dann bringe ich mich lieber um. Ne? Mhm. So eigentlich ist das die Schlussfolgerung. Ja, ist alles sinnlos. So, und ich leide auch. Mir geht es gar nicht so gut. Warum? Ja, dann ist einfach Schluss. Ne? So diese Doppelte, das ist, ja, weil wir sind in einer Situation, die nicht natürlich ist. Wir sind spirituelle Wesen in der materiellen Welt. Das ist so wie, ja, der Fisch aus dem Wasser raus. Mhm. Ne? So, damit müssen wir irgendwie zurechtkommen. Ja, du hast einen interessanten Punkt angesprochen, vielleicht möchte ich den aufgreifen, über die Sinnlosigkeit. Ich habe mal ein Zitat gehört, dass der Nihilismus hat im 19. Jahrhundert den Zugang nach oben abgeschnitten und die Psychoanalyse, speziell Freud, den Zugang oder das Tor nach unten geöffnet. Ja, und deshalb sind die eigentlich ziemlich verrückt. Also, ne, wir sprechen von Wahnsinn. Wahn. Man sieht Dinge oder man stellt sich Dinge vor oder denkt Dinge, die eigentlich nicht existieren. Ne? Ja, das habe ich noch nicht gehört. Das hört sich aber wirklich gut an, dass die den Zugang zu oben abgeschnitten haben. Mhm. Shunyavadi, das ist ja nichts Neues. Ne? Das ist so eine Abwandlung, das kennen wir, dass einfach alles
am Ende null ist, gar nichts ist. Ne? Und es ist einfach eine sehr, wie sagt man, eine sehr traurige Philosophie in Anführung. Weil es ist ja nicht mal Philosoph ist ein Freund der Wahrheit. Mhm. Weder Freund noch Wahrheit. Mhm. Nix, ne? Das ist also, das sind die Pseudo. Manchmal Prabhupada benutzt das Wort Pseudo. Pseudo-Yogis und Pseudo-Spiritualisten und Pseudo-Philosophen. Ja, weil das ist die Realität ist, eigentlich die spirituelle, spirituelle Dasein. Alles, was wir hier, das stimmt schon, was wir hier sehen, ja, das vergeht, ne? Das kann man auch beobachten. Was immer was für ein Objekt ist, das kann man sehr leicht zerstören und dann plötzlich ist es nicht mehr da. Und wir wissen auch, der Körper wird nicht ewig da sein. Und was wird, und wenn ich dann denke, ich bin der Körper, dann wird's ja, dann ist es ja schlimm, ne? Dann ist einfach alles vorbei. Mhm. Und dann eben, warum? Warum mache ich, was ich mache? Was ist das Ziel? Einfach nur ein bisschen Genuss zu bekommen. Und der ist auch fraglich. Mhm. Deshalb, solche Philosophen kommen dann zu solchen traurigen Schlussfolgerungen. Die leider sehr verbreitet sind in der heutigen Zeit. Leider sehr verbreitet, weil es einfach Unwissenheiten. Wenn man kein wirkliches Wissen bekommt und bei auch, ja, dann, das ist dann... Aber woran liegt das dann, wenn Hare Krishna Devotees kommen mit einer offensichtlich positiven Philosophie, einer schlüssigen Philosophie und Lebensweise und das auf Kosten der eigenen Zufriedenheit abgelehnt wird und man nimmt dann so eine atheistische, nihilistische Philosophie an? Ja, ist das Stolz oder was ist das? Das ist eine, da gibt es also von meiner Sicht her verschiedene Gründe. Ich denke, einer der Hauptgründe ist, wir haben wirklich ein Problem, eine höhere Realität bzw. eine höhere Person zu akzeptieren. Das ist schwierig, weil das bedeutet, da habe ich dann eine Beziehung zu, ne? Mhm. Und ich bin untergeordnet und eventuell auch werde ich zur Verantwortung gezogen. Was ich mache, das gefällt keinem. Mhm. Also zum Beispiel, wir sprechen davon oder wir wissen, wir sind ewige Diener. Oh, das hört sich ganz schlecht, ganz schlimm an. da möchte ich nichts von hören. Mhm. Wer will schon Diener sein? Nitya Das. Das ist die Swarupa, Chaitanya Mahaprabhu. Wenn, als der Sanatana Goswami diese Frage gestellt hat, fundamentale Frage, wer bin ich? Mhm. Das war die Antwort. Mhm. Ne? Jiver, die Jiva, das Lebewesen, was ist die Swarupa, die wirkliche Form? Krishna Nityadas, ewiger Diener Krishnas. Boah. Nee. Alle sollten mir dienen. Aber ich Diener... Deshalb sehen wir keiner, also wenn man es irgendwie vermeiden kann, Dienst leisten zu müssen, das ist ein Fortschritt. Ne? Das machen nur welche, die nichts anderes können. Die müssen dann sich unterordnen und müssen eventuell sogar sklavisch, sklavenartige Sachen machen. Und nee, das ist nichts für normalerweise, das gefällt uns nicht. So, das ist einer, ich denke, das ist einer der Hauptgründe, ne? Dass sowas direkt abgelehnt wird. Wenn dann von Energien gesprochen wird, deshalb Unpersönlichkeits-Impersonalisten und so, das ist schon attraktiver, weil da das ist einfach nur Licht. Ne? Licht, ja. Licht, kein Problem. Ne? Genau. Licht habe ich kein Problem, aber eine Person? Richtig. Nee. Ja. Will ich nichts von wissen. Und das ist doch interessant, dass wir dann mit den herkömmlichen Religionen in der Hinsicht mehr gemeinsam haben als mit der New Age-Geschichte. Ja, ja, auf jeden Fall, ne, auf jeden Fall. Es wird akzeptiert, aber das ist kein klares Verständnis. Mhm. Auch nicht. Was bedeutet das? Ne? Gott ist eine Person. Ich denke auch, selbst wenn jemand sagt, ich bin Katholik oder ich bin Christ oder ich bin was auch immer, wenn man dann so ein bisschen nachhakt und genau, aber was ist dein Verständnis, wie ist das zu verstehen, Gott ist eine Person, weil da ist ja keine Information richtig da, ne? Dann wird das alles so ein bisschen so Metapher und
vage. Abstrakt, ne? Abstrakt auch, ne? Ja. Oder Gott ist Liebe zwischen den Menschen. Und, aber das jetzt wirklich, das ist eine Person, zu der, ne, was ist dann deine Beziehung zu der Person? Können wir miteinander reden? Oder sogar, was weiß ich, Fußball spielen? Das ist absurd, ne? Ich meine, das, oder zusammen essen? Wie wäre es damit? Oder zusammen tanzen oder sowas? Nee. Im Christentum würden Sie dann ein bisschen das ersetzen mit Gott, mit Jesus, weil dann hätten Sie den Aspekt schon drin, oder? Wenn Sie dann Jesus ist Gott, ja, und da ist die Person, ist dann, da ist wieder... Ja, aber wie gesagt, ich denke, wir haben keine, es gibt keine detaillierte Information. Ja, nicht in den Schriften selbst, das sind dann... No. Und wenn es halt nicht, wenn es keine Informationen aus den Schriften gibt, alles andere ist dann unsere Einbildung so ein bisschen, ne? So, was wir uns vorstellen. Mhm. Aber worauf basiert die Vorstellung? Ja, ja, das, ich denke so, du denkst so und alles dann am Ende ist alles okay. Was auch nicht. Ne? Bei uns Shastra ist, oder die Schriften, das ist das, was im Mittelpunkt steht. Wenn jemand was sagt, was nicht damit übereinstimmt, dann ist gleich... Mhm. Ja, auf Wiedersehen. Okay. Ja. Und die Shastra geben auch sehr, also bei uns ist in einer Hinsicht theoretisch alles klar. Alles klar, alles klar, weil es sehr umfangreich ist. Es gab einen Veda und der wurde dann aufgeteilt und dann die Puranas und Upanishads und dann noch das Mahabharata und Ramayana und alle im Grunde die gleiche Schlussfolgerung. Mhm. Die sich dann in der Tradition von Chaitanya Mahaprabhu vereinigen. Richtig. Ich meine, ich denke, es gibt, wenn man es sich genau betrachtet, keine umfangreichere und klarere Beschreibung der spirituellen Realität, um es mal so zu sagen. Und es macht alles Sinn, zumindest von meiner Sicht her. Deshalb im Chaitanya Charitamrita heißt es, wenn jemand seine Logik, seine Vernunft, seine, wie sagt man, seine Gabe zu denken und zu Schlussfolgerungen zu kommen, darauf anwendet, ernsthaft, wird er sehen, da ist was Substanzielles. Ne? Ist nicht nur so irgendwie so, wie sagen wir, Fairy Tales, so Märchen und irgendwelche Geschichten, die sentimental oder so. Nee, das ist philosophisch, macht es Sinn. Da ist eine Menge Philosophie. Gleichzeitig gibt es auch Beschreibungen von der spirituellen Welt und von den Beziehungen, die Seele hat mit der Überseele, mit Gott. Ja, was will man mehr? Mhm. Man muss einfach ein bisschen mal reingucken, studieren. Und diese Anwendung, das ist bei uns heißt das ja Sadhana. Und kannst du vielleicht kurz sagen, wie sich der Sadhana entwickeln sollte oder die Ernsthaftigkeit? Wie kann man sehen, dass man Fortschritt macht in seinem Sadhana-Bhakti-Yoga, um dann letztendlich auch zur Raga-Ebene zu kommen, wo es nicht mehr nur mehr intellektuell, sondern auch spirituell. Also, ja, das ist... vielleicht kannst du uns da noch mal Tipps geben. Tipps ist, man sollte Schritt für Schritt gehen, ne? Nicht rumspringen. Mhm. Wie in der Mathematik, wenn man nicht 2 und 2 zusammenzählen kann, dann kann man nicht von Geometrie und Algebra und Integralrechnung träumen. Man kann träumen, aber es ist keine Chance. Ne? Wie soll man da was verstehen? So, ohne die Basis zu haben, sich auch von höheren spirituellen Prinzipien oder Realitäten zu sprechen kann man von sprechen, aber Erfahrung ist weit entfernt. So deshalb Sadhana, die ganze Praktik ist Schritt für Schritt, ne? Muss man das folgen, dem System, sonst wird man nicht das gewünschte Ergebnis bekommen. Mhm. Vielleicht kannst du uns erklären, was das ist. Ja, das fängt alles mit sehr einfachen Sachen an. Sachen, die eigentlich in sich gar nicht mal spirituell sind. Wie zum Beispiel 4 Grundprinzipien des Lebens, die, wenn man sie genau betrachtet, haben nichts mit Spiritualität zu tun. Mhm. Zum Beispiel kein Fleisch zu essen oder es zu vermeiden. Fleisch, Fisch, Eier, dann keine unzulässigen sexuellen Beziehungen, keine Art von Drogen, wozu Kaffee und Zigaretten und Tee und alles Mögliche gehört, und kein Glücksspiel, hat nichts mit spirituellem Leben
im Grunde was zu tun. Wie Prabhupada das erklärt, das sind, wenn man diese Dinge vermeidet, dann wird man erstmal zu einem zivilisierten Menschen. Hört sich alles sehr extrem an, ne? Was bedeutet, wenn man es nicht macht, dann hat praktisch, steht man noch vor der Tür. Man kann eigentlich nicht richtig von was Spirituellem, es kommt von einem spirituellen Leben sprechen, weil es die Voraussetzung ist. Ja, es ist wie die Basis, die Grundmauern. Und dann später kann man dann ein schönes Gebäude errichten. Also die vier Prinzipien sind die Basis. Das ist die Basis, auf dem das Gebäude steht. Es sind wie vier Säulen. Mhm. Beziehungsweise sie nicht zu befolgen, während die vier Säulen des Gebäudes des, wie wollte man sagen, materiellen Lebens. Ne? Ja, das ist, damit fängt es an. Und das sind die Sachen, die man nicht machen sollte. Mhm. Und dann kommen eine ganze Menge Sachen, die man machen sollte. Spirituelle Praktiken. Das Hauptpraktik ist eben das Chanten der heiligen Namen. Und da gibt es dann auch die Kleinschrift, ne, wie beim Vertrag. Mhm. Da muss man mal genauer hingucken. Da gibt es dann Vergehen, die zu vermeiden sind. Gibt es bestimmte Haltungen, die man entwickeln muss, wie Demut und frei von Stolz zu werden und da gibt es eine ganze Liste von Eigenschaften, die man entwickeln sollte. All das ist förderlich. In dem Maße, wie man die nicht hat oder auch nicht will, dann wird es schwierig, spirituellen Fortschritt zu machen. Mhm. Vielleicht kannst du uns auch erklären für Devotees, die neu sind, wie das mit dem Chanten funktioniert. Das heißt, man ja soll ja 16 Runden chanten und viele können das ja gleich nicht. Wie geht man damit um? Wie kommt man auf die höhere Ebene? Muss man sich schlecht fühlen? Ich kann das nicht. Oder vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sprechen. Hauptsache ist chanten. Die 16 Runden sind auch, ja, jetzt sind es mal 16. Es könnten auch 14 sein oder 17 oder 20 halt. Eigentlich sollte man so viel wie möglich chanten. Und dann haben wir unseren Acharya, unseren Nama Acharya Haridas Thakur, der praktisch 24 Stunden gechantet hat. Ein bisschen schlafen, ein bisschen was essen und der Rest ist alles chanten, was wir nicht machen können. Das sind dann 192 Runden oder sowas. Ne? Dann diejenigen, die wirklich jetzt wow, voll entschlossen und die Zeit haben und die Umstände und was weiß ich, die können dann 64 Runden chanten. Mhm. Das war so der Standard vor, sagen wir mal, ja, praktisch 100 Jahren. Mhm. 1918, denke ich, wurde die Gaudiya Math gegründet, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, der Spiritual Meister von Srila Prabhupada. Da war die Norm 64 Runden. Und soweit ich gehört habe, Srila Prabhupada hat das am Anfang versucht einzuführen und für Hippies, die gerade noch gestern LSD genommen hatten, war das wirklich zu viel, weil es sind praktisch 8 Stunden. Ne? Mhm. So, dann hat er es auf 32 reduziert und das war auch noch zu viel. Und dann wie beim Computer, ne? 16 ist so binary, ne? 4, 8, 16, 32, 64, wie beim RAM Memory. So, jetzt sind wir bei 16, bei den Computern, jetzt der Standard ist 8. Ist auch nicht so, und vorher waren es 4 und 2 und so, das sind also, man kann, 16 ist, was unser Gründer Acharya eingeführt hat. Und er sagte, diejenigen, die ernsthaft sind, die eingeweiht werden wollen, also die jetzt wirklich dem Pfad mit Entschlossenheit folgen sollen, das ist die Norm. Mhm. Er hat es halt eingeführt. Wenn man nicht kann, was oft der Fall ist, wenn man, vor allen Dingen, wenn man anfängt, chanten man so viel man kann. Es ist gut, wenn man eine bestimmte Zahl sich setzt. Ne? Man kann ja, okay, 16 ist zu viel. 12? Nee, 8? 4? Ja, 4 ging vielleicht. Ne? Das sind 40 Minuten, 45 Minuten. Das kann ich schon managen. Dann mach 4. 4 ist zu viel. 2. Eine ist eine, beste ist 2, ne? Zumindest einmal hin und einmal zurück. Das ist halt unser System. Ne? 2 ist auch nicht so viel, das sind 20 Minuten.
Und dann im Laufe der Zeit ist es gut, wenn man tatsächlich zu den 16 kommt. Ne? Alles ist möglich. Die Frage ist, wie teilen wir unsere Zeit ein? Das ist das ganze, der ganze, ganze Trick. Mhm. Wir haben alle 24 Stunden jeden Tag. Was mache ich mit den 24 Stunden? Wenn ich natürlich 6 Stunden vorm Fernseher hänge und noch 4 Stunden im Internet, dann sind schon 10 Stunden vorbei. Mhm. In den 10 Stunden hätte ich schon 64 Runden chatten können. Mhm. Ja. Ist eine Frage von Prioritäten. Ne? Was ist für mich wichtig? Und der nächste Rat ist, so viel wie möglich chanten, bevor der Tag anfängt. Anfängt in dem Sinne, dass nach dem Frühstück entweder arbeiten oder Telefon geht los oder ne, ich setze mich am Computer. Die Welt wird aktiv, mhm. ne, praktisch nach dem Frühstück. Für die meisten. So, vorher sollte man gechantet haben. Weil dann danach wird es schwierig. Weil dann kommen so viele Sachen in unseren Geist und wie gesagt, das heutzutage Telefon andauernd, irgendwelche Message. Das ist dann wirklich schwierig, sich zu konzentrieren. Das ist wie bei der Meditation. Es ist praktisch eine Meditation, wenn man dann sagt, ja, ich setze mich jetzt hin und meditiere. Nee, dann klingelt das Telefon. Dann kannst du nicht meditieren. So, der Trick ist morgens, sagen wir mal, ja, das Beste ist so von 5 bis 7. 5, 7, 7:30. Und dann der Rest des Tages, wenn man da auch noch ein bisschen ist, auch okay. Ne? Oder zumindest den größten Teil, dann chantet, wenn alles noch schläft. Mhm. Wenn die Welt schläft und alles ruhig ist. Ein paar Vögel zwitschern, die Sonne geht gerade auf. Das ist die beste Zeit. Mhm. Und welchen Tipp hättest du für Devotees, die oder neue Devotees, die schon 16 Runden oder eine gewisse Anzahl chanten, um das jetzt nicht nur die Quantität zu erreichen, sondern die Qualität. Wie können wir daran arbeiten, letztendlich wirklich zu chanten? Dass das nicht nur die Gibt es 2 Aspekte. Einer ist der mechanische, technische und der andere ist der innere. Ne? Der mechanische ist auch nicht so schwierig, ist alles beschrieben, wenn wir Prabhupads Bücher lesen. Man sollte so chanten, dass man alle Silben ausspricht. Mhm. Das ist nicht schön. Das ist Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Wenn man auf die Uhr guckt, und es gibt einen, das ist auch eine gute Hilfe, würde ich jedem empfehlen, mache ich oft. Es gibt eine Aufnahme von Prabhupada, das ist Chanting by Example. Es gibt 2 Aufnahmen, das ist die ich empfehle. Da chantet er den ganzen Mantra klar. Mhm. Man kann sogar mitchanten, synchron, kein Problem. Ne? In Unison. Ne? Hast du heute Morgen auch gehört im Tempelraum? Ja. Und ist nicht unbedingt nötig synchron, aber man kann mal durchaus eine ganze Runde synchron chanten. Wenn man das jetzt guckt mit der Zeit, ein Mantra sind 6 Sekunden. Mhm. Nicht 3. Mhm. Das heißt jetzt mathematisch, in einer Minute chantet man 12 Mantras. Oder? Nee, 10. 10, das ist Mathematik. Das heißt also, in 10 Minuten sind es 100. Und dann noch 8 dazu, das heißt also ungefähr 11 Minuten. Mhm. Zwischen 10 und 11, weil manchmal kann es auch 5 Sekunden sein. Mhm. Ne, ist nicht. Ja. Aber wenn jemand sagt, ja, ich chante mal 108 Mal in 5 Minuten. Mhm. Wie machst du das? Entweder ist es ein Mantra ist fertig. Ne? Oder, das ist auch ein Problem, da muss man aufpassen, wir benutzen ja diese Perlen. Ich gehe 2 Perlen und ein Mantra. Das heißt, wenn ich in 5 Minuten fertig bin, habe ich eine halbe Runde gechantet. Aber weil ich eben 2 Perlen benutze, wenn ich ein Mantra chante, habe ich die Hälfte gechantet. Mhm. Da muss man aufpassen. Oder man ist irgendwie, was weiß ich, in einem anderen Universum. Und dann dauert eine Runde 20 Minuten, weil auf einer Perle chante ich 3 Mantras. Mhm.
ist alles schon vorgekommen. Ja. So, deshalb, wenn man sich konzentriert, und das ist eben, das sollte man machen, dann ist es zwischen 10 und 11 Minuten. Was bedeutet, aber wie gesagt, dann kann man gut aussprechen. Mhm. Nicht so, sondern richtig hören, die einzelnen Silben der Namen. Das ist nötig. Okay, dann hätte ich noch eine Frage in Bezug zum Chanten, weil man sieht so einen Trend nun, wie du vorher erwähnt hast, Broward wollte eigentlich zu Beginn, dass wir 64 Runden chanten. Und jetzt in der modernen Zeit sehe ich, dass es einige Devotees, auch Senior Devotees und Gurus gibt, die das aber jetzt auch schon tun, die 64 Runden chanten. Was sagst du dazu? Oh. Ist das was Erstrebenswertes? Oh, wenn man kann, wenn du die Zeit dazu findest und die wirklich die Konzentration über diesen Zeitraum, gut, warum nicht 128? Hm. Was immer man kann, ne? Ja, ist nichts gegen einzuwenden. Man sollte, wenn man kann, Prabhupada sagte, 16 ist Minimum. Ja. Das ist also das Mindeste und wenn man mehr kann, dann soll man mehr machen. Und wie ist das dann mit dem Predigen zu vereinen? Oh, was machen ja, wir das muss jeder wissen. Das ist ja eine individuelle Geschichte. Oder werden wir dadurch noch mehr mächtig, um vielleicht in kürzerer Zeit effektiver prägen zu können? Wenn kann das sein, ist. Das muss dann jeder selber an seinem Leben sehen. Ne? Ja. Das ist ganz individuell verschieden. Das heißt, mit dem Fortschritt wird das Bild durchs Leben auch individueller. Ich weiß nicht, was du jetzt darunter verstehst, individueller. Was soll. Naja, das ist, dass wir mehr unsere ja, spirituelle Persönlichkeit, sage ich mal, entwickeln. Kann sein. Und dadurch sehen wir, dass manche das für Krishna lieber machen, manche das. Und auf einmal eher am Anfang so der Standard, so Grundausbildung wie beim Militär, und dann wird es immer spezialisierter, spezifischer. Kann sein, ja. Siehst du das? Solange wir das immer ein bisschen auch, wie sagt man, das Wort jetzt. Man sollte sich vergewissern, genau. Dass man auf dem richtigen Weg ist, ne, in die richtige Richtung geht. Weil es ist durchaus möglich, dass man sich was einbildet und irgendwelche, im Englischen sind es Idiosyncrasies entwickelt, solche Eigenarten, die ja eben eigenartig sind. Mhm. Und das Problem, und es ist gut, dass du das ansprichst, der Prediger hat eine Verantwortung, denn wenn er wirklich ein Prediger ist, andere sehen, was du machst. Mhm. Und die nehmen sich das dann eventuell zum Beispiel. Mhm. Es kann sein, dass du auf der Ebene bist, wo das für dich kein Problem ist, irgendwelches Eigenartiges zu tun. Mhm. Aber dann in der Öffentlichkeit für andere ist das ein Problem. Mhm. Weil dann wird das zum Standard. Mhm. Und ist künstlich und ist dann nicht gut für den spirituellen Fortschritt. Und wir sprechen die ganze Zeit jetzt über Krishna-Bewusstsein und ich würde sagen, die Praxis des Krishna-Bewusstseins funktioniert ja nur unter Aufsicht sozusagen. Das war, und ja. Senior Devotees und genau. Spiritual Meister. Ja, ja. Das heißt, wenn sich Eigenarten entwickeln würden unter der Führung des Spiritual Meisters, dann wäre es autorisiert. Aber ja, wenn nicht der Spiritual Meister auch eigenartig ist. Ne? Das gibt es alles. Wieso soll es das nicht geben? Ne? Naja, wenn man jetzt, das wäre interessant. Es gibt es alles. Deshalb Man muss da vorsichtig sein. Ne? Unser Standard ist Srila Prabhupada. Mhm. Wenn wir anfangen, Dinge zu tun und zu predigen und was weiß ich, die nicht unbedingt, also die nicht zum Beispiel nicht in Shastra, nicht, Prabhupada hat nie davon gesprochen, Prabhupada hat es nie gemacht, ja. Dann soll zumindest ein kleines Lämpchen da, ne? Vorsicht, dann sollte man sich vergewissern und andere mal konsultieren und fragen, was haltet ihr davon? Ist das okay? Mhm. Weil es ist relativ leicht, ne, so. Dann wird so ein bisschen davongetragen. Mhm. Das ist durchaus möglich. Aber du sagst, wenn der spirituelle Meister nicht wissen, eigentümlich ist, das heißt, dann wäre ja auch kein spirituelle Meister, wenn er sowas nicht sehen würde oder nicht das leben würde, was der Prabhupada sagt. Ja, das kommt drauf an. Ne? Das ist alles möglich. Weil wir sind individuelle Persönlichkeiten und wir mögen vielleicht
auf dem richtigen Weg anfangen und dann mit der Zeit so ganz leicht ein bisschen mehr. Deshalb muss man immer sich vergewissern, ne? Weil es nicht unmöglich. Wie gesagt, wir haben heute Morgen von Bharat Maharaj gesprochen, der war auf einer sehr hohen Stufe und der hat sich dann in ein Reh verliebt. Wie kann das sein, mag man sich fragen, ne? So weit fortgeschritten. Ist alles möglich. Aber eine der Gründe, die da erklärt werden, er hatte keine Gemeinschaft. Er war alleine. Deshalb, wo sollte er sich vergewissern? Hätte er jemanden bei sich gehabt, der sagt, hör mal, das ist jetzt okay, ne? Das Reh ist gerettet, es ist groß genug, es kann jetzt alleine im Wald leben. Nein, ich bin da. Er hatte niemanden gehabt, der ihn darauf aufmerksam gemacht hat. So deshalb, ja, es ist möglich. Kommt nicht häufig vor. Vielleicht ja, fast nie. Nee, gab es ja ein paar Abfolgen. Ja, eben. Ne, ich meine nicht, dass es nicht möglich ist. Ja. Ne, man sollte da durchaus vorsichtig sein und nicht denken, na, ist alles spirituell. Da muss man schon, wir haben unseren Standard. Nicht alles ist, weil wir sind auch, das ist eine unserer, wie sagt man, Prabhupada sagt, es sei unsere Krankheit, immer was Neues zu erfinden. Ja, da sind wir sehr gut drin. Vor allen Dingen Amerikaner, ja. Aber auch Deutsche, denke ich. Ja. Ja, wir sind eben in dieses technologisch und so sehr begabt. Und wir sind Erfindergeist ist da. Ne? Warum kann man es nicht so machen? Ne? Zum einen sagt, warum sollte der Tilak jetzt so sein? Vielleicht könnte man ihn auch so machen. Ne? In zwei Richtungen oder was weiß ich. Irgendwie oder das sehen wir ja heutzutage. Sika ist hier. Ne? Ja. Ich habe Sikas gesehen, die fangen hier an. Und ja, und aber gehen dann wirklich bis hinten und dann runter. Ne? Oder ich habe auch so welche gesehen. Also, Erfindergeist ist da. Und wenn keiner was sagt, und dann stell dir mal vor, ein Guru würde jetzt so, ne, und dann alle die, ach, warum nicht, ne, das sieht doch hübsch aus. Ne, und dann nach einiger Zeit ist das der Standard. Und jemand, der mit so einem kommt, sagt, hey, das ist der falsche Zika, du musst hier so haben. Ja, bisschen übertrieben, aber ich habe sie gesehen. Das, ne? Ist so. Die Neigung. Ich habe auch Sika hier gesehen. Ne? Ein Zwirbelbärtchen. Ne? Ja. Alles kahl, aber hier dann halt. Ne? Warum nicht? Warum soll er hier sein? Ich kann ihn doch hier haben. So, es gibt auch Vorschriften für die externen Aspekte des Krishna-Bewusstseins. Aber da frage ich mich, oder? Wie ernst oder wie wichtig sind die dann? Wenn der Bhakti ja von innen kommt. Eben. Aber das ist alles, wie gesagt, da folgen wir einfach unseren Acharyas, denke ich mal. Ne? Warum sollen wir, und wenn das alles schon vorgelebt wurde, jetzt nicht nur, weil wir im 21. Jahrhundert leben, muss alles anders sein. Ne? Nicht unbedingt. Die Welt ist immer dieselbe im Grunde. Ob jetzt vor 100.000 Jahren oder vor letztes Jahrhundert, das ist alles sehr relativ. Das ist ein ganz anderes Thema. Äußerlichkeiten sind nicht so wichtig, aber trotzdem auch nicht unwichtig. Richtig, ja. Und die Frage wäre, was ist das Problem? Ich finde es sehr bequem. Blue Jeans finde ich überhaupt nicht bequem. Also, und dann wird es eine Philosophie. Ne? Ja. Blue Jeans ist besser. Warum? Nur weil es normalerweise alle Leute sich so kleiden, um jetzt in die Gesellschaft da besser reinzupassen, ist das der Grund oder was ist der Grund? Oder einfach nur, weil es mir gefällt. Ne? Letztendlich ist alles eine Frage von, was mag ich und was mag ich nicht. Ich mag halt keine. Ne? Diese Farbe überhaupt gefällt mir gar nicht. Ich lieber ein rotes Hemd oder so. Okay. Aber wir sollten eigentlich, das sollte nicht so wichtig sein, ne? Also haben wir auch mit dem äußeren Erscheinungsbild eine gewisse Verantwortung? Ich denke schon, weil die Leute kennen uns und Prabhupada sagte das, ne? Wenn jemand uns sieht auf der Straße und wir sind so, wie wir sind, dann erinnert er sich an Krishna. Wenn er dich sieht in Blue Jeans und inkognito,
weiß er gar nicht, wen er vor sich hat. Richtig. Und wenn er was wissen will über Krishna-Bewusstsein, dann ist er dumm da, weil er hätte jetzt eine Chance gehabt, dich zu fragen. Ja. Und die hat er dann verpasst. Weil du siehst genauso aus wie er. Mhm. Ja. Also das sind so. Ne? Und ist das äußere Erscheinungsbild speziell für die Sannyasis wichtig? Sind die nicht diejenigen, die am ehesten davon verpflichtet sind? Ich denke, weil Sannyasi bedeutet ja eigentlich eine Art von Entsagung. Das schöne Wort Entsagung. Ja, dass der Sannyasi ihm eher noch diese Verantwortung hat. Ja, Sannyasi soll angeblich der Guru der Gesellschaft sein, ne? Ein Beispiel geben und so weiter und so fort. Und wir sprachen ein bisschen von der Entsagung. Das heißt also für uns, für einen Sannyasi, sollte die Art und Weise, wie man sich kleidet, wirklich keine Rolle spielen. Ja, man kann natürlich argumentieren, dass einfach nur jeden Tag die gleiche Blue Jeans mit einem blauen T-Shirt ist auch Entsagung, weil ich hab keine anderen Kleider. Aber warum? Aus demselben Grunde. Wenn wir Krishna repräsentieren, beziehungsweise Chaitanya Mahaprabhu und die Sankirtan-Mission, dann ist es doch okay, wenn man uns identifizieren kann. Mhm. Was spricht dagegen? Ja. Es kann durchaus Umstände geben, wo es einfach praktischer ist. Das bestreite ich nicht. Nicht, dass ich kenne auch Situationen, wo ich einfach eine Hose anziehe. Ja. Aber normalerweise, vor allen Dingen im Tempel. Ja. Und wenn man mit Gottgeweihten praktisch nur ist, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund. Ne? Sehe ich keinen, zumindest. Dann ist eine Frage von I like it or I don't like it. Ich mag es halt nicht. Mir gefällt halt nicht, mich so anzuziehen. Ich mag lieber Blue Jeans. Okay. Kann man nichts gegen sagen. Gustibus non disputandum est. Nur über Geschmack streitet man nicht. Okay. Aber wir sollten einfach nur dem Beispiel unseres Gondacharyas, unseres Gurus folgen. Braut hat sich immer als Sannyasi gekleidet. Was ist das Problem? Ja, so, wir haben ja auch jetzt am Schluss noch ein bisschen gesprochen über verschiedene, Spekulationen, Missverständnisse, Tradition, Treue und so weiter. Und ISKCON ist ja doch eine recht aktive Tradition. Hm. Und wie siehst du die Tradition, sage ich mal, in 100 Jahren? Wie siehst du die ISKCON in 100 Jahren? Beziehungsweise welche Möglichkeiten gäbe es? Wie könnte es sich entwickeln an positiven oder vielleicht negativen oder auch vielleicht am Scheitern? Oder werden wir erfolgreich sein? Wird ISKCON der Fackelträger des goldenen Zeitalters sein, sozusagen? Wollen wir hoffen, ne? Die Möglichkeit ist da, die Wünsche der Acharyas sind da, das ist, was wir sein sollten. Ob wir dazu in der Lage sind, ist eine andere Frage, ne? Aber ich denke, es wird immer, solange Prabhupads Bücher da sind, das ist unser großer Vorteil, denke ich, ne? Jetzt nicht zu kritisieren, aber nur ein Buch und nicht so detailliert ist ein Nachteil. Wir haben eine Menge Informationen. Wir haben eine Menge Unterweisungen. Wir haben direkte Aufnahmen von Klassen, die er gegeben hat, Tausende. Wir haben Briefe sogar, obwohl man da immer bedenken muss, dass die individuell sind und je nach Zeit und Umständen, aber immerhin eine Menge auch Unterweisung da. Wir haben einfach so eine riesen Menge an Material, das uns helfen sollte oder zumindest denen, die Augen haben zu sehen und die Ohren zu hören, was wir machen sollen und was wir nicht machen sollen. Weil es ist natürlich schwierig zu sagen, was wird in 100 Jahren sein. Nach 50 Jahren sehen wir ja schon, wie weit doch in gewissen Bereichen Spekulationen sich eingebürgert haben und Praktiken eventuell sogar, die nicht da vor 50 Jahren oder 40 Jahren
gang und gäbe waren. Manche sind unschuldiger, nicht so schlimm, nicht so wichtig. Harmloser. Andere sind, naja, weiß man auch nicht, wo das hinführt. Aber solange, wie gesagt, wir die Information da ist, wird es, denke ich, immer welche geben, die da aber hier heißt es das und das. Ne? Und Vorsicht, ne? Hier, vielleicht nicht alle, je größer das auch wird. Wenn man bedenkt im Christentum, wie viele Grüppchen und Gruppen und was weiß ich alles, Orden gibt es und alle sagen, Jesus ist unser Mittelpunkt. Das wird das Gleiche passieren praktisch. Ne? Prabhupada ist der Mittelpunkt und ich verstehe ihn so und ich verstehe ihn so und ich verstehe ihn so. Und nicht alle verstehen richtig. Aber das könnte legitim sein, dass unter dem Dach der ISKCON, des GBC, sowie verschiedene Orden geben könnte. Ja, das oder ist das tricky. Weil ich habe auch mal so eine Art, nicht Kritik, aber so eine leicht, vielleicht konstruktive kritische Anmerkung, das war von einem Akademiker mal gehört, in Bezug zu Srila Prabhupada. Aha. Dass Srila Prabhupada nicht zu wenig gesagt hat, sondern teilweise zu viel. Und dadurch gibt es so viele Dinge, wodurch der Fokus verloren geht. Und manchmal auch, so wie kann man damit umgehen? Weil es stimmt schon, Prabhupada hat zu vielen Themen was gesagt. Ja, aber trotzdem, aber wenn man richtig hinguckt und richtig hört, die Essenz ist ziemlich klar. Ne? Und das, wenn man das denkt, was eben so zu viel ist zum Beispiel, das sind dann Dinge, die nicht essentiell sind. Mhm. Ne? Die auch je nach Zeit und Umständen für die Zeit und für diese Situation gedacht sind. Wenn man die jetzt, wenn man solche Sachen global macht, hat man ein Problem. Mhm. Deshalb muss man alles in Betracht ziehen, ne? Nicht jetzt nur das sehen oder dieses sehen. Deshalb, diejenigen, die die Augen haben zu sehen und die Ohren zu hören, die wissen, was ist was. Mhm. Und die werden sich nicht verwirren lassen. Mhm. So die Frage, inwieweit verschiedene Gruppen oder Orden eventuell unter einer ISKCON tätig sein könnten. Wir haben ja dieses schöne Motto, Unity in Diversity, ne? Die Einheit in der Vielfalt. So Vielfalt, da haben wir kein Problem, es ist reichliche Vielfalt, weil jeder ist im Grunde ein Individuum und hat so auch sein Verständnis eventuell von der Philosophie in gewisser Weise. Aber trotzdem, das ist eben die Sache der Essenz. Die Einheit sollten wir bewahren. Und dann kann es durchaus andere Ausdrucksformen geben von derselben Sache. Das ist genauso wie mit Krishna. Die Beziehungen sind vielfältig, aber die Essenz ist eine. Mhm. Da müssen wir halt vorsichtig sein. Inwieweit, wann fängt es an, eine Abweichung zu sein, statt nur einfach eine andere Ausdrucksweise, eine Vielfalt in der Einheit. So, was wäre mit ein paar Worten die Einheit und was ist diese, was ist die Einheit? Was ist die Einheit? Krishna ist der Mittelpunkt, das Zentrum und Srila Prabhupada ist sein Repräsentant und hat uns die Methode gegeben, wie wir uns Krishna nähern können. Für uns. Und deshalb ISKCON ist ja eine bestimmte Art und Weise, aber auch gegründet auf die, wie sagt man, die Tradition, ne, die früheren Acharyas. Wenn man auch da genau hinguckt und genau hinhört, wird man immer wieder feststellen, obwohl es vielleicht was wie neu erscheint, eigentlich ist es genau das, was auch schon früher gesagt worden ist. Mhm. So, die Essenz, die philosophische Essenz ist nicht kompliziert. Es ist Tattva, die Wahrheit, dass wir sind Krishnas ewige Diener, liebevolle Beziehung, Liebe zu Gott ist das Ziel des Lebens und die Praktik. Da gibt es dann je nach Tradition Unterschiede. Mhm. Selbst unter den Vaishnavas, ob man jetzt die Artik so macht, oder drei Lämpchen hat, oder sieben, oder fünf, oder ein Inzens, das ist alles nicht so wichtig. Aber dass man es opfert, das ist schon
Ne? Das, mhm. alle machen wir dasselbe. Genau wie beim Kochen. So viele verschiedene Arten von, wie man kochen kann. Aber was ist die Essenz? Das wird alles Krishna geopfert. Mhm. Und man kann nicht alles Mögliche opfern. Da gibt es dann auch bestimmte Regeln, die dann auch kommen. Warum nicht? Wir machen das, was man uns gegeben hat. Das ist da, die Tradition, also die Tradition zu bewahren, ist wichtig. Prabhupada hat es mehrmals erwähnt. Er sagte, wir brauchen nichts Neues zu erfinden. Eigentlich der Vorgang, die Methode, die haben wir bekommen, die funktioniert zu allen Zeiten. Ob man jetzt ein bisschen was justieren muss, weil die den Umständen entsprechend, da benutzt man seinen gesunden Menschenverstand. Aber die Essenz, die sollte man immer, muss man aufpassen, dass die nicht verloren geht. Mhm. Und dann kann man im Laufe der Zeit, ja, kann es verschiedene Veränderungen geben, aber wenn die Essenz da ist, dann ist kein Problem. Und das erinnert mich, weil du bist ja auch gelehrt in den Schriften von Bhaktivinoda Thakur, seinen Liedern und so weiter. Und im Jaiva Dharma heißt es doch, dass Swarup Damodar hat einen internen und einen externen Pfad, einen an Raghunath Das und einen an Vakrishva Pandit gegeben. Mm. So, das sind ja zwei eigentlich ganz verschiedene Techniken, die dennoch zum selben Ziel führen. Richtig. Sieht man da auch Chaitanya Mahaprabhu, er hat verschiedene Unterweisungen an verschiedene Geweihte gegeben. Und da war eben einer, der ein Familienleben hatte und eventuell einer, der im Lebensstand der Entsagung ist. Die bekommen anscheinend widersprüchliche Unterweisungen. Aber das ist dann je nach der Person, dem Charakter und was in dem Moment förderlich ist. Selbst Prabhupada hat das gemacht. Mhm. Einem Sannyasi hat er gesagt, du solltest immer reisen, bleib nicht länger als ein paar Tage an einem Ort. Warum? Weil wenn immer diese Person mehr als 3-4 Tage an einem Ort war, gab es Probleme. Okay. Und dem anderen sagte er, du bleibst jetzt hier und rührst dich nicht von der Stelle, damit sich das entwickelt. Mhm. Ne? So, man kann jetzt nicht sagen, aber nee, für dich ist dies und für dich ist das. Mhm. One man's food is another man's poison. Ja. Das ist ein interessantes, wie sagt man, Sprichwort. One man's food is another man's poison. Das einen Brot ist des anderen Tod. Man kann nicht argumentieren, aber der ist doch auch. Ne, das ist der, ja, aber wenn du das isst, dann Probleme. Ja. Wir sind nicht alle gleich. Deshalb in Essenz jetzt, um das zum Punkt zu bringen, man braucht Srila Prabhupada ist das Zentrum letztendlich, von ihm lernen wir. Und wir brauchen jemanden, eben den lebensspirituellen Meister, einen Shiksha oder Diksha Guru, der uns das kommuniziert. Ja, und auch ein bisschen beaufsichtigt. Und beaufsichtigt. Denke schon, ja. Vor allen Dingen am Anfang. Wir haben ja keine Ahnung. Ne? Ja. Also ohne einen Lehrer, wer kann schon was lernen? Ne? Ja. Nur Bücher? Prabhupada sagte das oft, ne? Du möchtest Arzt werden. Ja, es gibt viele Bücher, das alles erklärt, aber du kannst nicht einfach nur anfangen zu lesen und dann plötzlich eine Praxis aufmachen. Mhm. Ja, ich habe alle Bücher gelesen, komm zu mir. Ne? Ich weiß, wie man hier aufschnibbelt. Ne? Ja. Wer war denn, unter welchem Professor haben Sie denn gelernt? guck mal, mein Buch hier. Ne? Nee. Also das ist universal, das ist auch eine universale Wahrheit. Ne? Man muss lernen unter jemandem, der die Erfahrung hat, der auch uns beobachten kann, wie wir, dann gibt es das Praktikum, ne, wie macht der das? Und dann, hier musst du jetzt so und so. Gesunder Menschenverstand auch. Ja, wenn wir das alles beachten, wenn man dann dem folgt, dann sollte es eigentlich kein großes Problem geben. Mhm. Und in 100 Jahren werden wir die Welt beherrschen. Hare Krishna. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Es sind schon 50 Jahre vergangen und wir sind noch weit davon. Wir sollten erstmal unseren eigenen Geist beherrschen. Dann können wir von der Weltherrschaft sprechen. Nee. Ja, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Das Krishna-Bewusstsein ist einfach. Aber wie gesagt, der Kleindruck, den muss man auch beachten. Ne? Aber alles ist da.
Glaubens Bücher nicht nur so lesen ab und zu mal, sondern studieren, drüber nachdenken, mit anderen drüber sprechen, dann werden die Dinge klar. Und alle Fragen werden beantwortet. Mhm. Okay. Okay. Maharaj, Hare Krishna, Hare Krishna. Danke vielmals. Danke für die Gelegenheit und hoffen wir, dass es irgendwem nützt. Definitiv, ich bin mir ganz sicher. So, auch an alle Zuschauer, danke, dass ihr mit dabei wart. Falls es Fragen gibt und so weiter, könnt ihr in den Kommentarbereich hineinschreiben, bitte. Abonniert meinen Kanal und hinterlasst auch ein Gefällt mir Zeichen und das hilft meinem Kanal. Wenn es Fragen gibt, auch an Maharaj, das kann ich weiterleiten, das ist auch kein Problem. Kein Problem. So, danke nochmal. Hare Krishna. Hare Krishna.